Ich würde mit Ihnen ganz gerne noch über die Ereignisse des 17. Juni 1953 sprechen. War das Ihrer Meinung nach eine Protestaktion von Arbeitern gegen ein zu hohes Plansoll oder handelte es sich vielmehr auch um einen wirklichen Volksaufstand? Das war ein Volksaufstand. Natürlich war dazu erstens das Plansoll. Die wurden immer höher, die Forderungen an die Arbeiter. Und dann wurden viele, wie ich schon vorhin sagte, ins Gefängnis geführt. Wurden gefangen, unter anderem, wie ich sage, mein Bruder dabei, aus nichtlichen Anlass. Und ich war damals Lehrer in einer Schule. Und da kam, der Demonstrationszug kam von Sachsenberg dort vorbei. Und es wurden einige sehr blass dabei. Einige, die dachten, jetzt ist wirklich aus. Und wir hatten auch die Hoffnung, dass das wirklich eine Wende gibt. Denn es kam, wurden die Forderungen gestellt, weg mit der SED, freie Wahlen. Und der Demonstrationszug, der ging weiter zur Stadt. Ich bin mit nebenher mitgegangen und der ging, nahm mich an zur Schießgasse. Das ist dort das Polizeigefängnis gewesen, wo auch mein Bruder drin war mit. Und ich wollte dabei sein, wenn mein Bruder befreit wird. Aber davor standen dann die Panzer, sodass dieser Zug umgelenkt wurde und es nicht dazu kam. Dann hat sich das aufgelöst. Der Aufstand, das wissen wir, wurde niedergeschlagen. Was waren denn die eigentlichen Forderungen der Aufständischen des 17. Juni? War es der Versuch, eine andere DDR zu schaffen oder stand auch schon damals die Forderung nach der Wiedervereinigung im Vordergrund? Was waren die Forderungen? Meines Erachtens waren die Forderungen für die Wiedereinigung sekundär. Es ging hier, dass bessere Lebensverhältnisse und demokratische Verhältnisse geschaffen werden. Das waren auch die Lösungen. Die Norm niederdrücken und auch, wie gesagt, freie Wahlen durchzuführen. Und dass die SED nicht mehr regiert.